Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Weiterbau der A49, der bewegt viele Menschen in der Region und in Hessen und darüber hinaus. Deswegen ist es durchaus richtig, dass wir in einer Aktuellen Stunde über diesen Weiterbau reden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, noch einmal zum inhaltlichen Kern der Sache zurückzukommen. Ich will aber eine kritische Vorbemerkung dennoch machen. Man kann ja zum Weiterbau der A49 stehen, wie man will. Wir haben da als LINKE auch eine sehr, sehr klare Haltung dazu, die sich deutlich von denen der anderen Fraktionen unterscheidet. Eines finde ich aber geht nicht. Und das ist immer wieder zu behaupten, man sei schon immer gegen den Autobahnbau gewesen, man halte den Autobahn für falsch und andererseits sich aber aufgrund der Koalitionsraison einfach vor den aktuellen Entwicklungen wegducken. So wie das der Antrag hier vorgibt, ich finde, das geht nicht, meine Damen und Herren. Und jetzt zum inhaltlichen Kern der Sache. Es mag ja sein, die Entscheidungen über Bundesautobahnbau die liegen beim Bund und das Land handle im Auftrag. Aber rechtliche Konsequenzen, wenn ein Land eine Autobahn nicht baut, die gibt es nicht. Der Bund, der baut doch keine Autobahn, die die Bundesländer nicht wollen. Und da frage ich, wo war denn der Widerstand des Landes Hessen? Diesen Widerstand gab es nicht. Im Gegenteil, Grüne und CDU haben hier im Landtag am Weiterbau festgehalten, haben das dokumentiert. Und dann, eigentlich müsste der Bund dann das Land anweisen, heißt es. Das ist doch aber in der Vergangenheit noch nie in der Bundesrepublik passiert, meines Wissens. Von einem grünen Verkehrsminister wäre es doch zu erwarten, dass er sich einer falschen Planung entgegenstellt. Ich finde, nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Baurecht bedeutet nicht Baupflicht, meine Damen und Herren. Und wie stand es denn vor wenigen Wochen auf einem Banner von Greenpeace vor dem Landtag? Wenn das noch grün ist, sehen wir schwarz. Dem ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen. Und es ist heute viel zu wenig über die Gründe, warum der Autobahnbau so umstritten ist, geredet worden. Wenig Worte über die Gefahr von der Trinkwasserversorgung. Und da gibt es ja Entwicklungen. Sie wissen, was die mittelhessischen Wasserwerke dazu sagen, Operation am offenen Herzen. Und Sie wissen, dass das Gutachten der Deges, welches ja vom Minister stolz vor sich hergetragen wurde, von einem Marburger Beratungsbüro auch heftige Mängel attestiert worden sind. Wo sind denn Ihre Stellungnahmen dazu? Wir leben doch in Zeiten von Wasserknappheit und von Dürreperioden. Wir bleiben dabei, die Versorgung mit Trinkwasser ist zu wichtig, als dass wir sie einem unsinnigen Autobahnbau unterordnen dürfen. Und für den Bau sind in dem einst wunderbaren Herrenwald, ich komme ja aus der Region, ein europäisches Naturschutzgebiet, 43,5 von 47 Hektar gerodet worden. In diesen Minuten werden auch im intakten und vorbildlich bewirtschafteten Dannenröder Wald die ersten Bäume gefällt. Und wir haben es hier doch diskutiert. Ausgleichsmaßnahmen können diese Zerstörung nicht kompensieren. Und deshalb bleiben wir dabei. Der Dannenröder Wald darf nicht gerodet werden. Und ich kann es ja Ich kann doch verstehen, wenn Menschen sich Entlastung wünschen, wenn sie sich eine Entlastung von Verkehr wünschen. Aber das wird nicht passieren. Diese Autobahn wird massiven Verkehr nach Mittelhessen bringen, Straßen be- und nicht entlasten und ganze Täler verlärmen. Wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten, und das wollen wir nicht. Und der Weiterbau, der verursacht gigantische Kosten. Ich habe es Ihnen hier schon einmal gesagt. 42,5 Autobahnkilometer für 1,4 Milliarden Euro. Eine Verdreifachung der Kosten. ÖPP-Verträge sind geschwärzt. Scheuer, Bundesverkehrsminister, will die Rendite der Investoren nicht offenlegen. Vielleicht könnte ja der hessische Verkehrsminister mal was tun. Hessen ist ja auch Vertragspartner. In jedem Fall, private Investoren reiben sich die Hände, freuen sich auf klingelnde Kassen. Wir lehnen das ab. Straßen gehören in öffentlicher Hand, meine Damen und Herren. Und egal, welche markigen Worte die FDP auch finden will, ich werde hier auch nicht der Gefahr unterliegen, weil dafür ist die Zeit zu kurz, etwas zur Ideenverwandtschaft und Ideengeschichte von Anarchismus und Liberalismus zu sagen. Da ist ja im Wettern gegen Verbote und Regularien, gibt es ja vielleicht Überschneidungen, aber dafür habe ich alles gar keine Zeit. Wir halten noch einmal fest, wir danken den Bürgerinitiativen für ihr jahrzehntelanges Engagement. Wir begrüßen den Dannenröder Appell. Und ja, wir sind solidarisch mit Menschen, die den Danni seit Monaten besetzen und bewohnen, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und wir lehnen Pauschalisierungen und Verurteilungen ab.
genauso wie wir die Gefährdung von Menschen ablehnen. Immer, egal von wem sie ausgeht. Jeder Verletzte ist einer zu viel, egal von welcher Seite. Und mit Blick auf den Antrag von CDU und Grünen muss ich ja feststellen, dass auch Sie alle Seiten, Klammer auf, auch die Polizei, dazu aufrufen, gewaltfrei zu sein und sich in Mäßigung zu üben. Die Linke, Herr Schalauske, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Linke ist mit parlamentarischen Beobachtern vor Ort, um darauf zu achten, dass Grundrechte nicht eingeschränkt werden. Diese Präsenz, genauso wie die Grünen, scheint zur Deeskalation beizutragen. Aber die grüne Jugend hat recht. Alle in den Wald bleibt aktuell. Der Dannenröder Wald muss geschützt werden und der Bau der A 49 verhindert werden.